Servus, grüß Gott und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, bei mir auf dem Kanal gibt es die Playlist, die heißt Mahlzeit und da stelle ich euch Essen vor von verschiedenen Restaurants und heute stelle ich euch mal was anderes vor und zwar hier Eingang. Ja? Also jetzt gerade mal reingeguckt, das lohnt sich heute auf jeden Fall dran zu bleiben. Also, dahinter befindet sich der Active Garden, eine Kletterhalle, Ninja Warrior, Yoga-Kurse gibt es glaube ich auch, bleibt unbedingt dran, ja? So Freunde, ich erzähle euch kurz nochmal, um was es geht. Und zwar befinden wir uns hier, ich habe es ja gerade schon gesagt, im Active Garden in Waiblingen. Kletterhalle oder beziehungsweise Boulderhalle und Ninja Warrior Halle, ja, absolut nice. Und zwar geht es mir da persönlich vor allem darum, dass wir die ein bisschen jetzt wieder unterstützen. Deswegen zeige ich euch das Ganze hier, weil wenn der Lockdown vorbei ist, möchte ich da auf jeden Fall wieder hingehen, ja. Weil es ist übertrieben nice, ja. Wir machen es jetzt kurz so. Wir labern jetzt hier gar nicht lang rum. Wir zeigen euch jetzt mal kurz die Halle und ich gehe mich in der Zeit umziehen und sehen wir uns nachher wieder. Ja, Freunde, die Szene ist wunderbar geworden. Leider Gottes ist der Ton verloren gegangen, aber ist kein Problem. Ich sag euch, um was es geht. Und zwar müsst ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn es gibt am Ende noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt was gewinnen, ja? Und ich denke, man hat auf dem Video ganz klar gesehen, dass das der Kinderraum ist. Und jetzt geht's richtig los. So Freunde, und jetzt probieren wir das Ganze natürlich auch aus, mal gucken was ich so drauf habe. Mit den Schuhen geht es natürlich nicht, aber ich habe noch ein paar Kletterschuhe und falls ihr mal hierher kommt, keine Sorge, ja, ihr könnt die hier ausleihen, kaufen und ja, zack, hier auch hier Beutel für Magnesium auf dem Active Garden, ja. Und dann sehen wir hier schon direkt quasi den Wettkampfbereich, das sind die ziemlich schweren Boulder und da werden wir dann nicht anfangen, ja. Wir gehen ab über. Jetzt wagen wir uns mal an die Wand rein. Ja? Ich habe hier mal zur Sicherheit noch eine Leiter hingestellt, falls es nichts werden sollte. Und zwar haben wir hier mal einen gelben Boulder. Hier gibt es zwei Startgriffe und zwei Starttritte. Gelb ist die Schwierigkeit. Gucken wir uns nachher noch kurz vorne an, wie viele Schwierigkeitsgrade es gibt. Und dann gibt es oben einen Zielgriff, da muss man mit beiden Händen ran, auch mit einem gelben Zettel markiert. Und dann würde ich sagen, versuchen wir das Ganze mal. Geschafft. Jetzt probieren wir mal noch kurz den roten aus, ja. Mal gucken, was da geht und ab geht's, ja. Zack. Ich glaube, also ich schieb's jetzt mal ganz klar auf die Kraft, ja. Mal eine kurze Pause und probieren wir das Ganze gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ein bisschen mehr Grip wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann probieren wir das Ganze mal nochmal. Jawohl! Sieh mal noch mal der Schwierigkeitsgrad. Ja, hier einfach
Und dann gehen die Farben langsam auf schwierig. Wir haben jetzt gerade einen roten gemacht, also ziemlich mittig, ist in Ordnung. Und das Gute ist beim Klettern, wenn ihr anfangt, ihr werdet sehr schnell Resultate sehen, also ihr werdet euch sehr schnell stark, und das ist halt das Schöne an dem Sport. Und es ist ein Sport, ihr braucht da überhaupt zum Anfang überhaupt nicht viel Geld. Ihr kommt hierher, ihr könnt Schuhe kaufen, kostet ein Pferdeglauf, keine Ahnung, 70 Euro und geht dann höher, klar. Und ihr könnt sie auch hier leihen, ja. Also ihr müsst eigentlich nur hier in die Halle kommen und dann geht's auch schon los. Ja, ihr braucht nicht viel. Perfekter Sport zum Anfang, ja. Und macht richtig Spaß, verspreche ich euch. Ich habe die Videos noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass bei mir aussieht, wie wenn ein Pinguin versucht zu fliegen, ja. Nicht überragend, ja, also lassen wir besser. Jetzt gucken wir uns das Ganze von einem Profi an, wie der das macht. Und ab geht's. So, Freunde, jetzt machen wir das Ganze nochmal ganz offiziell. Hier Kim Waschner, Sportkletterer im Nationalteam in Deutschland und natürlich Teilnehmer bei Ninja Warrior. Bouldern war jetzt geil. Ganz genau, aber jetzt stellen wir euch noch Ninja vor. Ab geht's. So, wir befinden uns jetzt hier im Ninja-Parcours. Ich denke, ihr kennt alle Ninja Warrior aus dem Fernseher, habt es vielleicht schon mal gesehen. Und ich zeige dem Mario jetzt heute, wie diese Hindernisse so funktionieren. So, wir haben hier die 5 Steps. Man darf nicht den Boden berühren und springt von dem einen zum anderen. Freunde, das Harte ist an der Sache, müsst ihr unbedingt angucken, der wurde Zweiter beim letzten Mal und ich kann mich jetzt quasi nur blamieren. Also seid nicht so hart mit mir. Okay, ab geht's, Leute. Hier haben wir die doppelte Himmelsleiter. Man muss mit der Stange von der einen Seite zur anderen springen, nach oben und weiter geht's. So, Freunde, das hier rüber, das klappt noch nicht ganz, da muss noch ein bisschen Übung her. Aber wir probieren es mal so jetzt hoch. Jetzt geht's nach oben. Yes! Hier haben wir die schwebenden Türen mit einer vereinfachten Version zum Durchgreifen. Die Hindernisse bauen wir jedes halbe Jahr um, damit ihr immer was Neues zu tun habt. Also, wir starten hier auf der grauen Matte. Rot darf nicht berührt werden. Los geht's. Okay, Leute, ich probiere das Ganze mal. Jawohl, und die Füße rüber. Yes, cool. Man kann sich das Ganze leichter machen, wenn man die Füße in die dritte reinstellt. Aber der Mario, der ist so fit, der braucht das Ganze nicht. Cool. Und geschafft. Yes. Freunde, die Übung oder das Teil macht auf jeden Fall richtig Fun. Das gefällt mir richtig gut. Ja? Die Flying Bar, eins der schwersten Hindernisse im Parcours. Auch hier springt man mit der Stange einmal nach vorne. So, Freunde, die Übung hier.
Die lassen wir besser, da ist das Verletzungsrisiko ein bisschen zu hoch. Da muss ein bisschen mehr Training her. Hier über unserem Luftkissen hängen die Räder und die Wingnuts. Jetzt kommt die Übung hier, was meinst du, schaff ich die? Also der letzte Abstand ist schon recht weit, aber ich glaube bis zum vorletzten, das kriegst du hin. Ich bin froh, wenn ich Seil hochkomme, ja? Aber wir probieren das Ganze natürlich mal. Das ist ja krass hoch. Schwung holen? Genau. Bisschen mehr Schwung. Und hä? Jawohl. Und dasselbe wieder. Schwung holen. Ja. Schwung, das war jetzt nicht so gut. Kriegen wir hin. Der Schwung geht in die falsche Richtung. Nee, Freunde. Der Schwung klappt irgendwie nicht. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Aber bis dahin ist in Ordnung. Ist mehr als das Seil auf jeden Fall. So, und jetzt geht's noch die Wall nach oben. Ich denke, als Fußballer sollte das möglich sein. Kurze Sachen, Sprints, ja. Da bin ich gut. Ich nehme auch trotzdem die Kleine, ja. Und Freunde, richtig hier. Wasser. So, Freunde, ich hoffe, ihr habt jetzt einen überragenden Einblick hier in die zwei Sportarten bekommen. Sportklettern und Ninja Warrior. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und das Schöne bei dem Sport, ich muss es noch unbedingt sagen, ja, als Fußballer kann ich das mit gutem Gewissen sagen, beim Fußball, da möchte man seinen Gegenspieler fertig machen, man möchte ihn richtig besiegen, und beim Bouldern, beim Klettern ist es einfach ein Miteinander. Wenn man nicht mehr weiter kann, wenn man den Zug nicht hinkriegt, wird einem geholfen. Das ist einfach überragend. Ich denke, das kann der Kimmer an der Stelle echt bestätigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Community beim Bouldern ist einfach einzigartig. Ein Anfänger kann mit einem Profi in dieselbe Boulderhalle gehen und Spaß haben. Das Ganze könnt ihr auch bei uns im Active Garden in Korb machen. Da haben wir nicht nur das Bouldern, sondern auch Seilklettern, ein Fitnessstudio, und ihr könnt auch in die Sauna gehen. Genau, ihr könnt uns auch auf Instagram Active Garden Weibling und Active Garden Korb folgen. Und folgt vor allem auch Kim Marschner. Wie heißt du da auf Instagram? Kim Marschner. Kim Marschner, also Kim Marschner folgen auf jeden Fall auch. Ich verlinke euch natürlich alles in der Videobeschreibung und in den Videos, also in dem kompletten Video wurde es auch mal wieder eingeblendet. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Gewinnspiel. Und zwar blende ich euch hier jetzt meinen Instagram-Name ein. Und zwar wird dann ein Bild gepostet und da kommentiert ihr Hashtag ActiveGarden drunter. Und zwar könnt ihr da 5x 2 Gutscheine gewinnen für Bouldern und Ninja Warrior. Für 2 Personen quasi. Und ja, wenn ihr keinen Freund habt, dann geht ihr einfach 2x hin, ja? Oder keine Freundin. Und dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall beim Active Garden vorbei. Auch nochmal vielen Dank, dass wir hier rein durften. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo natürlich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.